Ohne Verkaufen hast du kein Geld. Man nennt die Leute, die einen Service beschreiben können, aber nicht verkaufen können, in meiner Sprache Wohnzimmerclowns. Kommt aus der Zeit, als ich Versicherungen verkauft habe als Student. Da kamen die Leute wieder und sag ich, und wie war's? Oh, war ein super Gespräch. Ja, wo ist der Abschluss? Ja, das nicht, aber ich wollte die super Atmosphäre nicht gefährden. Ein Wohnzimmerclown. Wenn du Menschen helfen willst, musst du ihnen verkaufen. Und wenn du denkst, du hast nichts, was es wert ist zu verkaufen, dann solltest du es auch nicht machen. Dann solltest du was schaffen, was es wert ist, verkauft zu werden. Aber wenn du was hast, was es wert ist, verkauft zu werden, dann musst du es verkaufen. Ist dann deine Aufgabe. Das Erste, was du brauchst, sind Kunden. Durch Verkaufen findest du deine OVS, deine optimale Verkaufsstrategie. Und die machst du immer wieder und die macht dich reich. Du beweist, dass du das Wichtigste begriffen hast. Verkaufen ist das Wesen deiner Firma. Und jetzt frag dich, wie viel Zeit verwendest du aufs Verkaufen? Und schreib es bitte unten für dich rein. Denk dran, EPAs sollte 80% deiner Zeit sein, zusammen mit produktproduzierender Aktivität. Wenn du ein gutes Produkt hast, dann gehören die ganzen 80% deiner Zeit dem Verkauf. Wenn du das machst, brauche ich mir keine Gedanken um dich machen. Wirst du reich? Hilfst du anderen Menschen? Wenn du es nicht machst, wird es schwierig. Mythen. Es gibt 3 Mythen über Verkaufen. Das erste Mythos ist, ich muss nicht verkaufen. Da haben wir jetzt drüber geredet, das weißt du jetzt, das ist Quatsch. Du musst verkaufen. Vielleicht hilft es dir zu sagen, Verkaufen ist Kommunikation. Es ist nicht Verkaufen das, was der Marktschreier da macht auf dem Markt. Kennst du diese Leute, die da so ein Vielfach-Küchengerät anbieten, das so ziemlich alles kann? Kennst du die? Wenn die ihren das ist nicht Verkaufen, das ist pervers. Das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Verkaufen ist Kommunikation und Kommunikation ist, dass da 2 Menschen auf einer gleichen Wellenfrequenz senden und empfangen. Das ist das. Und das ist eine Kunst, das ist etwas Wunderschönes. Und du lernst es am besten, um das vorwegzunehmen, indem du das Dialogprodukt machst. Dann lernst du es spielerisch. Du lernst es ganz easy. Es macht einfach eine Riesenfreude. Und noch etwas, das Produkt ist nicht dein Produkt. Dein Produkt ist nicht dein Produkt, sondern es ist das Produkt des Kunden. Es ist sein Produkt. Und deswegen ist das größte Marketinggenie der letzten 50 Jahre mindestens Steve Jobs mit seiner Erfindung des iPhone. Das hat nämlich das I, steht ja englisch ich, das Ich-Phone hat das Phone von Apple zum Phone der Menschen gemacht, zu deren Produkt. Auch sprachlich, besser geht gar nicht. Überleg mal, wie genial das ist. Aber wodurch wird denn das Produkt zum Produkt, dein Produkt zum Produkt des Kunden? Durch Verkauf. Nur durch Verkauf. Wenn du ein Träumer bist und du sagst, oh, ich muss ja nur so ein gutes Produkt machen, dann laufen mir die Leute die Bude ein, dann kannst du sehr lange in deiner Bude warten. Und ich würde mir große Essensvorräte anschaffen für diese Wartezeit. Die kann sehr, sehr lange sein. Also, du musst verkaufen. Übrigens, in der Persönlichkeitsentwicklung, also der Branche, in der wir sind, bist du das Produkt. Es ist nicht, dass ich dir ein paar Worte sage oder die anderen Referenten euch ein paar Worte sage. Das ist ja kein Produkt. Du bist das Produkt und deine Transformation ist das Produkt. Wenn du das verstehst, wenn du in einer Branche bist wie wir, denk drüber nach, der Kunde ist das Produkt und du hilfst ihm, besser zu werden. Transformation zu schaffen. Und du findest auch manchmal deutliche Worte und auch einprägsame Vergleiche. Führen ist verkaufen.
Wenn du Mitarbeiter führst, ist das nichts anderes als Verkaufen. Das zweite Mythos ist, Verkaufen ist schwer. Ist es nicht. Mach's Dialogprodukt, du wirst es lernen. Das dritte Mythos, ich kann nicht verkaufen. Und dadurch kommt dann, ich mag nicht verkaufen. Weil wenn jemand verkaufen kann, dann mag er es auch. Also wenn du jemanden überzeugen kannst, dann machst du das auch. Dann machst du das auch gerne, weil das ist so ein unfassbares Erfolgserlebnis. Du lernst verkaufen automatisch, wenn du ein Dialogprodukt baust. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Mach ein Dialogprodukt, dann das fertige, verkauf das, mach das nächste Dialogprodukt als Vorbereitung fürs nächste Produkt. Du lernst automatisch auch verkaufen.